Ben, 10 Jahre behauptet, ich erkenne mehr Klavierstücke nur anhand der Dämpferbewegungen im Flügel als Miroslav Nimitz. Ben und Miroslav bekommen abwechselnd Ausschnitte bekannter klassischer Klavierstücke auf einem stummen Flügel vorgespielt. Dabei sehen sie nur die Bewegungen der Dämpfer im Inneren des Flügels. Wer so mehr Stücke richtig erkennt, gewinnt das Duell. Bei Gleichstand gibt es ein Stechen. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Und Olga mit dem ersten Stück für Ben. Lass dich nicht ablenken, Ben. Er weiß es schon. Das ist von Johann Sebastian Bach aus dem wohltemperierten Klavier Nummer 1, das erste Präludium im C-Dur. Oh. Tja. Bin ich verrückt und sag da was dagegen, wenn du das sagst? Ben, das war richtig. Ein kleiner Ausschnitt und der erste Punkt für Ben. 1:0 für dich. Jetzt die erste Aufgabe für Miroslav. Ja, die dürfte ich auch mal spielen. Ludwig van Beethoven, Mondscheinsonate ist das. Ludwig van Beethoven, die Mondscheinsonate. Ben nickt, das heißt, das stimmt. Ja. Sehr gut. Und so hört sie sich an. Ein schönes Stück. Ja. So, es steht 1:1. Sehr gut. Miroslav, zeig's Ihnen. Ja. Ben, deine zweite Aufgabe. Das ist von Frédéric Chopin, das Nocturne Nummer 20, Opus Posthum. Ben, das ist ein zweiter Punkt. Danke, Olga. Ben führt 2:1. Entschuldigung, ich wollte gar nicht lange unterbrechen, aber wenn euch die Challenge gefällt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, und denkt an die Glocke. Ne? So, jetzt geht's weiter. Miroslav, deine zweite Aufgabe. Ja.
Okay. Claude Debussy, Arabesque Nummer 2. Ben ist enttäuscht. Ja, Ben. Es ist richtig. Ich muss ja auch was können. Ja, ne? Es ist stimmt. Super. Ja, ja. Was schön, eine ne? Schöne Belohnung, ne? Für jedes richtig erratene Stück. Verwöhnt uns, Olga, mit ihrer Kunst. Deine dritte Aufgabe, Ben. Das ist von Sergei Rachmaninow, die Vokalise. Ja. Stimmt. Dein dritter Punkt. Ben, du führst. Aber Miroslav wird sich größte Mühe geben, daraus wieder einen Unentschieden zu machen. Achtung. Es werden ja immer nur Ausschnitte natürlich aus den Stücken gespielt. Franz Liszt, Liebestraum Nummer 3. Ben? Nein. Was ist es? Das ist von, das ist die Gymnopädie Nummer 1 von Erik Satie. Lieber Miroslav, ich glaube, ich gratuliere. Der Ben lag richtig mit seiner Antwort. Und damit, lieber Ben, danke, gewinnst du das Klavierduell. Und ja, wir sagen herzlichen Dank. Komm mit da vorne. Wir gehen nach vorne. Wenn ihr Lust auf mehr Klein gegen Groß habt, dann klickt euch hier rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's noch mehr Cooles aus Klein gegen Groß.